Der dunkle Parabelritter hat in seinem neuen Video, was sich mit dem Wokismus beschäftigt, einige interessante Dinge gesagt und vor allem auf einen Punkt wollte ich mit euch zusammen jetzt erst einmal gemeinsam eingehen. Hier geht es nämlich um transexkludierende radikale Feministinnen oder kurz TERFs. Und dann gibt es ja dieses Akronym TERF, das für Trans-Exclusionary Radical Feminist steht. Und wisst ihr, wie es heißt, wenn man einer TERF am Strand begegnet? Nee, komm, für solche Witze werde ich von euren Zwangsgebühren nicht bezahlen. TERF wird deutlich, wie aussichtslos der Kampf um feministische Standpunkte mittlerweile sein kann. Denn mit diesem von außen übergestülpten Schmähwort für Vertreterinnen, die sich eher als genderkritische Feministinnen bezeichnen, werden nicht etwa fundamentale Gegner zum Diskursen Abschluss freigegeben, sondern auch Progressive, die aber mit der Progressivität an einem Punkt nicht mithalten wollen. Dieser Unterschied macht sie zu grundlegenden Feinden, denn es gibt keinen Etappensieg mehr. Es gibt keinen Kompromiss. Wo ist die Grenze? Schwer zu sagen. Ja. Wusstest du, dass du als... Ja, wo ist die Grenze? Schwer zu sagen. Der Parabelritter hat uns hier eine wunderbare Antwort gegeben. Also, ihr habt es gerade gehört, Frauen, die beziehungsweise Feministen, die leicht andere Positionen vertreten, werden gleich als TERFs diffamiert. Es ist kein Kompromiss mit ihnen möglich. Nun, wie bezeichnet der Parabelritter denn linke Feministen, die sich beispielsweise zur Gender-Ideologie und deren Thematisierung im Kinderkanal kritisch äußern? Genauer gesagt, Marie-Louise Vollbrecht, die sich an einem an einem Manifest veröffentlicht hat, welches von der Welt unterstützt wurde. Wie hat der Parabelritter auf dieses Manifest, an dem, wie gesagt, eine linke Feministin mitgewirkt hat, reagiert? Sein Videotitel lautete: Verbreitet Welt rechtsextreme Propaganda. Also, lieber Parabelritter, wen willst du hier eigentlich verarschen? Also, du diffamierst Feministen, die sich kritisch zur Gender-Ideologie äußern und die Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen kritisieren. Als rechtsextreme Propagandisten zumindest insinuierst du das mit deinen Videotiteln. Und dann beschwerst du dich über diese Polarisierung, die du selbst vorangetrieben hast. Wir haben nicht vergessen, wie du damals Marie-Louise Vollbrecht diffamiert hast. Auf das Video habe ich schon reagiert. Wir haben nicht vergessen, wie du, um mal ein anderes Thema zu nehmen, wie du Daniele Ganser diffamiert hast, weil er Frieden in der Ukraine gefordert hast, wie du ihn in die Nähe von Rechtsradikalismus und Antisemitismus gerückt hast. Wir haben nicht vergessen, wie du Sarah Wagenknecht diffamiert hast und sie in die Nähe von Wladimir Putin gerückt hast und versucht hast, sie als demokratiefeindlich, russlandfreundlich und alle möglichen andere Diffamierungsbegriffe darzustellen. Oder wie du behauptest hast, sie würde russische Propaganda und Verschwörungstheorien verbreiten. Wir haben nicht vergessen, wie du völlig harmlose Leute wie Marc Friedrich, die vielleicht neoliberal sein mögen an einigen Punkten, die aber, wie gesagt, sonst relativ vernünftige Ansichten haben, in die Nähe von Antisemitismus zu rücken. Also das macht er in diesem Video hier tatsächlich. Crash-Propheten exposed. Oder wie du, ja, wie du jede kritische Opposition gegenüber der Ukraine-Kriegsführung in die Nähe der russischen Regierung versucht hast zu rücken. Wir haben nicht vergessen, wie du gegen Hopf und Hoss gehetzt hast. Auch wieder mit irgendwelchen an den Haaren herbeigezogenen Ohrwürfen, die sie in die Nähe von Antisemitismus rücken sollten. All diese Diffamierungen, all diese Angriffe, die im jüngsten Fall bei Hoss und Hopf nicht mal ein paar Wochen her sind, die haben wir nicht vergessen. Deine Hetze gegen Feministen haben wir nicht vergessen. Also wenn du hier jetzt den Kulturkämpfer gegen die Wokeness machst, und auf das Video können wir vielleicht gleich noch reagieren, zumindest auf den Abschluss, dann sei dir gewahr, dass wir genau wissen, wieso du das machst. Du bist das Feigenblatt von den Öffentlich-Rechtlichen, welches von unseren Gebührengeldern lebt, aber so tun soll, als würde es die Wokeness kritisieren, aber keine echte Kritik liefern. Welches so tun soll, als würde es eine Versöhnung der Gesellschaft wollen, während es ihre aktive Spaltung betreibt. Wir wissen, was du getan hast und du brauchst dich da nicht versuchen rauszuwinden und dass du jetzt beim Öffentlich-Rechtlichen bist, ist kein Argument für den Öffentlich-Rechtlichen. Es ist ein weiteres Argument gegen dich. Du stehst genauso auf der anderen Seite wie alle anderen Kanäle, die Mitglied von Funk sind. Ja, ich glaube, das war das, was ich hierzu sagen wollte. Der Parabelritter ist unser politischer Gegner, genauso wie alles, was zum Öffentlich-Rechtlichen gehört. Der Öffentlich-Rechtliche an sich ist ein politischer Gegner,
der dem Bündnis Sarah Wagenknecht feindlich gegenübersteht. Und der Parabelritter, der hat das ja in der Vergangenheit auch schon häufig genug gezeigt. Ich hatte gerade ein paar Beispiele eingeblendet und werde auf diese Beispiele, zumindest auf die ich noch nicht reagiert hatte, in Zukunft auch noch reagieren. Dass der öffentlich-rechtliche, dass der Parabelritter jetzt Mitglied von Funk ist, sollte ihn viel mehr in unseren Fokus rücken und sollte dafür sorgen, dass wir uns auch seine älteren Machwerke, vor allem die Hetze gegen die kritische Opposition, gegenüber dem Ukraine-Krieg und gegenüber bestimmten Auswüchsen des Kapitalismus einmal genauer anschauen sollten.